in den letzten Wochen ein gewisses Bild vor Augen, was man sich vielleicht erträumt, und ich glaube, das wird eine coole Sache. Hallo, servus. Ich sag's euch. Ich bin der Daniel, ich komme aus Österreich. Echt? Ich habe zwei Katzen. Den findest du gut? Ich bin selbstständig. Ich habe das geht an eine Freundin raus. Joa. Sein Mann, ne? Skispringer und Langläufer. Kein so Mubi. Karriere aufgrund eines schweren Unfalls beenden. Aber schöne blaue Augen hat er. Ich bin so stark geblendet, dass ich in eine Liftstütze geflogen bin. Oh Gott. 17 Knochenbrüche. Ich bin über 2 Jahre im Krankenhaus gewesen. Mit der Vorhersage, ich werde nie wieder gehen können. Oh je. Und habe mich dann jahrelang zurückgekämpft ins Leben. Krass. Respekt. Live your life to the fullest ist mein Lebensmotto und dem komme ich ziemlich gut nach. Joa, er sieht nicht schlecht aus, dieser Daniel aus Österreich. Dieses Chaos. Aber mein Typ ist er eigentlich nicht so, aber er hat was. Er ist halt so richtig, so ein richtiger Mann halt, ne? Also, ich bin zwar 30, aber ich stehe einfach noch auf diese jüngeren Männer, auf diese Bubis. So ab 23 bis 36, aber halt noch jung gehalten. Ja, bin gespannt, wer da noch so kommt. Aber ich weiß ja jetzt, wen du gut findest. Gerda sieht mega aus, ey. Boah, die sieht ja schon natürlich geschminkt mega aus. Aber wenn sie dann noch so diesen grauen Lidschatten auf den Augen hat. Leute, wie schön ist sie. Die Haare so schön geglättet, das Kleid ist mega. Boah, ich bin so gespannt und vor allen Dingen, wer ihr so gefällt und wie sie auf die Männer so reagiert. Also, Wahnsinn, ich liebe die Folge, ich sag's euch, wirklich. Also nicht die Folge, diese Staffel wird mega. Ich liebe einfach die Bachelorette und Bachelor. RTL macht einfach immer so interessantes Fernsehen, was das angeht. Ich liebe es zu gucken, wirklich. Ja, ich gucke jetzt mal weiter. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Eineinhalb haben wir noch vor uns. Ich bin gespannt. Ich sag tausendmal, ich bin gespannt, aber es ist einfach so, ne? Oh, der ist echt süß. Wie groß bist du? Ich 1,94. Krass. Oh, der ist echt hübsch. Hübsches Gesicht, cool gemachte Haare und erstmal aus dem Auto gestiegen und die Hosenbeine runterziehen. Ganz wichtig, dass er ist sehr groß mit 1,94. Dass 26. Die Hose nicht zu kurz aussieht. Ich jetzt aus München. Wir sind jetzt in München, so viele schöne Männer. Und in Köln, immer so viele Männer, die so weit weg wohnen. Ich habe das Gefühl, die schönen und wahrscheinlich auch intelligenten Männer. Es klingt so böse, aber ich glaube, in Freiburg gibt es einfach keinen für mich. Aber die wohnen immer am Arsch der Welt, kennt ihr das? Super romantisch, ja. Ist doch immer das Gleiche, ne? Wenn man so auf Single-Seiten ist und so guckt. Aus der Gegend sind nur Männer, die einem nicht gefallen. Ne? Und wenn mir mal einer gefällt, will er eben nur was Lockeres oder ein One-Night-Stand oder Freundschaft Plus. So eine Scheiße habe ich keinen Bock, ne? Ihr wisst doch. Katastrophe. Und wenn er dann mal was Ernstes sucht und gut aussieht, dann wohnt er am Arsch der Welt. Das Leben ist echt unfair. Der Marco. Oh, der sticht total ins Auge, der Marco. Boah, der sieht so gut aus. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Hollywood-Schauspieler. Ich hoffe, er hat auch einen guten Charakter. Ich bin gespannt. Ah, so ein Hübscher, ne? Also das ist ja so mein Favorit schon. Ja, aber die Tim hat auch was. Marco, 26, tolle Augen. Zu viel Bart eigentlich, aber nee, irgendwie, irgendwas hat er, ne? Ja, das ist nicht so mein Typ, der da aussteigt. Aber ist ja nicht schlimm. Bin gespannt. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Aber Marco, ja, groß, schöne Zähne, hübsches Gesicht. Super gestylte Haare, gepflegter Bart. Traummann, würde ich sagen. Jetzt nur noch Top-Charakter und dann würde ich ihn nehmen. Aber ich bin leider nicht die Bachelor-Ratings rauszusuchen. Sie ist auch Skorpion, die Gerda. Wie cool. Also, ja, dann ist es so von der Art so crazy und so, wenn sie verliebt ist, dann will sie nur den einen und so wie ich, so leidenschaftlich und ich will nur den einen und auch zickig und wie halt Skorpione so sind, gell, die ist einfach so. Die Skorpione sind halt manchmal sehr giftig. Also jetzt steigt der aus Freiburg aus, ich bin gespannt. Also ist nicht so mein Typ, glaube ich, irgendwie. Aber schöne Zähne hat er. Mach's gut. Schöne Augen, aber
Ich glaube nicht, dass er was für mich wäre jetzt. Hi. Hallo. Bin gespannt. Ja, das strahlt richtig. Ja, ich bin Martin. Ich habe kein anderes Wort dafür. Hallo, Martin. Ja, Martin heißt er. Martin. Noch einer. Ja. Du bist die Antwort auf die Frage, wie ich mir die Bachelorette vorstelle. Ja? Was hast du gesagt? Du musst auf einmal ein Wow machen. Einfach Wow. Ja. Also, hat schöne strahlende Augen, schöne Zähne, aber. Kannst du im Spiegel gucken? Ist nicht so mein Gesicht. Also, ist nicht so mein Typ, also sein Gesicht ist nicht so meins. Ich, also, Gesicht, super gestylte Haare, gepflegter Bart, Traummann würde ich sagen. Jetzt nur noch Top-Charakter und dann würde ich ihn nehmen. Aber ich bin leider nicht die Bachelorette, um es rauszusuchen. Richtig. Ist nicht mein Typ einfach, aber sympathisch. Und ich meine, Sympathie ist ja auch wichtig, ne? Nicht nur das Aussehen. Also, wenn er jetzt nicht so wow aussieht, dann. Er muss sympathisch sein. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Jetzt kommt Oggi, sage ich euch gleich, ist nicht mein Typ. Zu viel Bart, zu wenig Haare auf dem Kopf. Ich stehe einfach auf diese Stylo-Milo-Typen, diese Hipster, kurze Haare. Ja, auf diese Schönlinge, mich probiert. Ihr kennt ja meinen Männergeschmack und das ist er leider nicht, aber ist ja nicht schlimm, ne? Wie süß, hallo da, hi, was kommt besser? Ah, der rechte, wow. Ich bin mal gespannt, wie der heißt. Der sieht ja echt gut aus, schöne Zähne, hübsches Gesicht. Der linke, nicht so meins. Mal gucken. Also vom Serkan's Outfit finde ich auch mega cool. Als Mann ein rosa Jackett zu tragen, er hat schöne Zähne. Also das Gesicht ist nicht so meins, ist nicht so mein Typ, aber sympathisch. Und sein Outfit ist echt top. Jetzt bin ich gespannt, der Typ, jetzt der jetzt aussteigt. Wow. Geht's dir gut? Der hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Hallo, Gerda. Freut mich. Boah. Und sogar mit Bart sieht er gut aus. Wie alt bist du? Jetzt habe ich seinen Namen nicht verstanden. Ja. So schöne blaue Augen hat der. Die ist genauso alt wie ich. Echt? 27? Nein, sie ist 26. Hör doch mal zu. Skorpion. Wassermann. Ja, ich bin Löwe, sie ist Skorpion. Wir passen gut zusammen. Das war schon, das war mein kurzes Gespräch. Aber das sieht doch gut aus. Sie hätte doch ein bisschen mehr über ihn erfahren wollen. Aber gut, die nächsten Staffeln vielleicht. Also, die Fliege. Ja, steht ihm. Ich finde eigentlich Krawatten an Männern besser, aber sieht gut an ihm aus, wirklich. Also, das ging aber schnell. So. Also, dieser, wie auch immer er heißt, der sieht gut aus. Also, nicht der mit den langen Haaren, jetzt steigt der mit den langen Haaren aus, wo ich mir so denke, nee, lange Haare bei Männern ist nicht meins. Also, es gibt ja viele Frauen, die stehen auf Männer mit langen Haaren. Und es gibt auch Männer, denen steht es unglaublich gut, aber trotzdem ist nicht so mein Style, also nicht mein Mann. Keine Ahnung, natürlich, wenn er ein super schönes Gesicht hat und dann so, ich kann es nicht erklären, so ein bisschen längere Haare, es kommt wirklich auf den Mann drauf an, aber der mit dem Blond, dieser, wie auch immer er heißt, der sieht gut aus. Also nicht der mit den langen Haaren, steigt der mit den langen Haaren aus, wo ich mir so denke, nee, lange Haare bei Männern ist nicht meins. Also es gibt ja viele Frauen, die stehen auf Männer mit langen Haaren und es gibt auch, oh Gott. Nee, aber irgendwie. Lernst das Leben zu schätzen. Du merkst, was wichtig ist im Leben. Also die langen Haare. Und Liebe bringt mir sehr viel. Er hat eigentlich schon ein hübsches Gesicht, aber die Haare. Ich komme darauf nicht klar. Ich finde kürzere Haare bei Männern viel besser. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Der Typ neben dran nämlich. Der hat wunderschöne Zähne und ein super Lächeln. Und irgendwie ist der voll hübsch. Also irgendwie. Ich nehme es zurück, ist doch nicht so mein Typ. Irgendwie, nee. Also zumindest jetzt der mit den langen Haaren, mit den blonden Haaren. Aber die sieht so lecker aus, dass sie eigentlich direkt jetzt... Oh, Schokolade ist immer geil, oder? Wer von euch liebt auch Schokolade? Ich mache jetzt gleich die Umfrage. Wer von euch liebt auch Schokolade? Ich meine, ich bin gespannt, da werden bestimmt ganz viele draufklicken, dass die Schokolade lieben. Also der hat eine Wahnsinnsausstrahlung, der Typ. Ich glaube, ich mache jetzt gleich die Umfrage. Wer von euch liebt auch Schokolade? Ich meine, ich bin gespannt, da werden bestimmt ganz viele draufklicken, dass die Schokolade lieben. Ich habe schon gerade aus dem Apfel gesehen. Also, der hat eine Wahnsinnsausstrahlung, der Typ.
Ich glaube, es ist dieser Mutti aus Köln. Was tanzt der? Tolle Choreografie. Ich bin der Mutti. Mutti? Ja. Mutti. Der Mutti. Hallo, gerne. Der Flo Bu kennt ihn scheinbar. Der hat voll die Ausstrahlung, ja. Cool, ich fand deine Tanzanlage. Aber ich glaube, der wird zu klein von der Größe her. Ich weiß nicht, wie groß er ist, keine Ahnung. Mag tanzen? Ich weiß gar nicht, wie groß Gerda ist. Vor allen Dingen ohne Schuhe. Sie hat ja jetzt nur Schuhe an. Ich hoffe, wir können im nächsten Mal zusammen in der Villa tanzen. Auf jeden Fall. Cool, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Wir werden wiedersehen. Du wirst mich wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Lass dich drücken. Also er ist so ein gute Laune Mensch. Also so einen Typen mag ich auch, wenn die so cool drauf sind. Der ist mega cool drauf. Der wird da Party machen, der Mutti in der Villa. Ich glaube, es hat ihn auch nochmal so ein bisschen entspannt. Auch irgendwie voll das schöne Gesicht, der hat irgendwas. Also der hat voll die Ausstrahlung auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es so weitergeht. Oh Gott, ihr müsst so ein Saufspiel machen, wenn ihr meine Story schaut, wie oft ich sage, ich bin gespannt. Das wäre doch so die Idee, oder? Oh Gott, jetzt kommt mein Favorit, Yannick. Yannick. Nein, nicht wirklich. Oh Gott, Sebastian, das ist so schön. Ja, wir kennen uns ja. Ach was, Sebastian und Gerda kennen sich. Oh Gott, wie kann man nur so einen krassen Buddy haben? Wenn man meinen Namen einfach eingeben, da findet man mich. Also, vom Beruf bin ich Content Creator auf Instagram. Ach, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat er, aber irgendwie... Nee, mir gefallen seine Ziele nicht so. Deswegen Content Creator. Aber er hat einen guten Körper. Probieren, auch guten Content zu kriegen. Und er hat schöne Augen. Aber irgendwie, es gibt schönere Männer, würde ich sagen. Also es gibt Männer, die mir mehr gefallen. Nee, mir gefällt da Marco besser, glaube ich. Ich kann sehr gut davon reden. Ich bin gespannt, wie sein Charakter ist. Aber nee, der ist mir ein bisschen zu arrogant. Aber so mindestens vierstellig für den Poster. Oh Gott. Aber jetzt lachen wir. Ich bin gespannt, wie sie auf Yannick reagiert. Und es wird die längste Story ever. Leute, es tut mir jetzt schon leid. Ich werde auch eine Umfrage starten, wie ihr meine Bewertung, meine Kommentare dazu fandet. Ob ich nächstes Mal mit so filmen soll, dass ich euch auch zeigen soll, was ich sehe. Und nicht nur, dass ihr mich seht und reden hört, sondern auch seht, was ich sehe. Ja, das ist das. Ich bin 22. Ja, prima, du wahrscheinlich. Ja, auch sehr alt aus und bin auch reif. Keine Ahnung. Oh Gott. Der Bart geht nicht. Also, du siehst, meine Hände sind seine Haltung geht nicht. Dafür, dass er so breit ist, steht er ganz schön krumm da. Das meine ich ernst, das hört sich jetzt scheiße an. Ja, was redet er eigentlich? Kein Süßholz, Geraspel. Ja. Und keine falschen Komplimente. Ich sag immer, wenn mir was gefällt oder nicht. Ja, der Bart, und, ne. Ja. Die Haare gefallen mir auch nicht, sind mir zu lockig, sind mir zu breit, der Typ. Hab ich schon mal gesagt. Und er ist dumm. Er ist einfach wohl, es tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid, aber boah, allein das geht schon nicht. Unintelligente Männer, nee, danke. Er wollte es schon mit nach oben nehmen. Blond ist gar nicht seins, ja, dann schmeißt sie ihn raus. Ich glaube nicht, dass sie ihn behält. Ist mal ehrlich, Leute, oder? Ich habe darauf gewartet, dass du dein Hemd zerreißt. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Oh nee, also ich würde dann im ersten Abend. Viel Spaß auf jeden Fall. Ich denke, sie schmeißt ihn am ersten Abend raus. Es sei denn, sie muss ihn für die Quoten behalten, weil der einfach dämlich ist. Dass mir das Kleid nicht so gut gefällt. Blond. Er hat gesagt, dass ihm das Kleid nicht gefällt und blond ist gar nicht seins. Ja, dann schmeißt sie ihn raus. Ich glaube nicht, dass sie ihn behält. Ist mal ehrlich, Leute, oder? Ich habe darauf gewartet, dass du dein Hemd zerreißt. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Oh nee, also ich würde ihn dann am ersten Abend direkt nach Hause schicken. Ciao, adios amigos.